In diesem Tutorial geht es darum, das jetzt aktuell aufnehmende Audio später mit OpenAI Whisper in einen Text umzuwandeln. Das Ganze ist komplett kostenlos und mit wenigen Zeilen Code umsetzbar. Dazu müssen wir uns aber zuerst um die Installation kümmern, die der offene Teil ist, bis wir das richtige Setup haben. Und danach können wir ein kleines Python-Skript schreiben, das uns das Ganze ausführt. Whisper findet man auf openai.com/research-whisper. Hier gibt es technische Informationen, auch einen Link zum Paper und bei View Code kommt man direkt zur GitHub-Seite von Whisper, wo auch eine ausführliche Anleitung ist. Schauen wir zuerst, ob unser Setup dafür passt. Das heißt, ich kann in der Konsole einfach mal schauen nach Python und die Version. Ich sehe, ich habe hier 3.11 installiert und auf der GitHub-Seite sieht man, dass mit 3.8 bis 3.11 alles funktionieren sollte. Weiters brauchen wir das Framework, also das Multimedia-Framework FFmpeg. Hier kann ich nach der Version fragen und das ist bei mir noch nicht installiert. Das heißt, das muss ich zuerst installieren. Das funktioniert über einen Package Manager, wie zum Beispiel Joco. Und auch diese ist hier noch nicht installiert, also auch den muss ich installieren. FFmpeg kann man auf verschiedene Arten installieren. Für Macintosh wird Homebrew verwendet. Ich habe hier ein Windows-System, dazu brauche ich den Package Manager Choclatory. Den finde ich auf choclatory.org. Auf dieser Seite kann ich jetzt auf Install gehen. Wir können uns beim Newsletter anmelden, ist aber nicht nötig, sondern wir schauen uns die Installationsmethoden an. Ich habe hier individuell ausgewählt. Jetzt müssen wir in unserer PowerShell als Admin folgende Kommentar-Prompts eingeben. Dazu öffne ich mir die PowerShell. Und zwar sage ich, ich möchte das Ganze als Administrator ausführen. Hier will ich mir zuerst diesen Get Execution Policy Befehl und führen hier herinnen aus. Und wenn wir Restricted zurückbekommen, wie es hier der Fall ist, dann müssen wir noch Set Execution Policy All Signed ausführen. Das kopiere ich mir rein und führe das Ganze aus. Bestätige noch mit Ja. Nach kurzer Zeit sollte das Ganze installiert sein. Wir können jetzt noch mit Joco und --Fragezeichen das Ganze überprüfen. Wir sehen, jetzt bekommen wir hier angezeigt, dass 1.4 installiert ist. Jetzt können wir also FFmpeg installieren, indem wir Joco install und FFmpeg eingeben. Mal ja. Damit sollte unser System jetzt alles Nötige haben. Wir können als nächster Whisper selbst installieren. Das geht mit dem Pip-Manager. Dann Pip install -U openai-whisper. Nachdem wir die Installation geschafft haben, kommen wir zum spannenden Teil, dem Python-Skript selbst. Und das besteht nur aus wenigen Zeilen. In unserem Python-Script müssen wir zuerst mit import Whisper importieren. Danach möchten wir ein Model erstellen. Das heißt, ich erstelle eine Variable Model ist gleich und kann mit Whisper und .loadModel hier ein Modell zuweisen. Es gibt hier verschiedene zur Auswahl von Tiny bis Large. Sind auch die Parameter daneben angegeben. Verwenden wir die Models mit .en, sind sie speziell für die englische Sprache trainiert worden. Wir können aber auch mehrsprachige verwenden. Daneben sehen wir, wie viel Vorrahmen benötigt sind. Probieren wir das Ganze mal mit dem Base-Modell aus. Das heißt, wir geben das Ganze als Parameter Base mit. Und jetzt können wir unser Ergebnis uns holen. Das heißt, ich erstelle eine Variable mit Result. Greife jetzt auf das Model-Objekt zu und auf .transcribe. Und hier muss ich dann noch meine Audiodatei angeben.
Hier habe ich das Audio, das ich zu Beginn aufgenommen habe, aus audio.mp3 gespeichert. In diesem Tutorial geht es darum. Und dieses lade ich mir jetzt hier als Parameter rein. Das Ergebnis möchte ich mir natürlich anzeigen lassen. Dazu verwende ich Print und schaue mir das Result an und kann hier direkt auf den Text zugreifen. Mit diesen drei Zeilen sollte das Ganze schon passen. Das heißt, ich kann das Skript ausführen, nämlich Python, und der Name des Skripts bei mir ist openwhisper.py. Und wir sehen, beim ersten Mal dauert das Ganze etwas länger, weil das ganze Base-Modell zuerst runtergeladen wird. Das sind die 139 Megabyte, aber danach sollte es als Ganze transkribiert werden. Ja, hier wurde automatisch FP32 statt 16 genommen. Aber darunter wird auch schon der Text angezeigt. In diesem Tutorial geht es darum, dass jetzt aktuell aufnehmende Audio später mit, wobei Whisper in einen Text umgewandelt wird. Das heißt, es sind kleine Fehler drinnen, aber ansonsten hat es gut funktioniert. Je größer das Modell ist, das man verwendet, desto genauer wird das Ganze natürlich.